Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Soziale Mindestsicherung effektiv organisieren, Bürgergeld auf Arbeitsvermittlung fokussieren. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, doch wirklich zügig jetzt den Platzwechsel vorzunehmen, auch auf Seiten der Union. Ja, und Wolfgang Kubicki hat es ja schon angesprochen. Es ist ein Antrag der AfD. Da fordert die AfD die Bundesregierung auf, Bürgergeldempfänger, die innerhalb von 2 Wochen eine Arbeit aufnehmen könnten, in einen Arbeitssuchenden Hilfe zu überführen und diejenigen, die daran gehindert sind, etwa durch Krankheit, Kindererziehung oder Pflege eines Angehörigen, in eine Sozialhilfe neu zu überführen. Erste Rednerin von der AfD ist Gerrit Huy. Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Zuschauer. Wir möchten, dass die Bundesagentur für Arbeit, abgekürzt BA, zukünftig wieder vermehrt arbeitsfähige Bürgergeldempfänger auch wirklich in Arbeit bringt. Dazu gehört allerdings zuallererst, dass sie sich wieder auf diese Aufgabe konzentrieren kann und nicht gleichzeitig Sozialamt spielen muss. Das ist der Kern dieses Antrags. In Zahlen ausgedrückt, die 18.600 Arbeitsvermittler in den Jobcentern bringen gerade einmal 31.000 Bürgergeldempfänger in Arbeit. Das sind knapp 1,7 Vermittlungen pro Arbeitsvermittler im Jahr. Ein Vermittler kostet die BA 92.000 Euro im Jahr. Hinzu kommen noch einmal 23.000 Euro Sachkosten. Die Vermittlung eines Bürgergeldempfängers durch die Jobcenter kostet damit rund 69.000 Euro. Das ist nicht nur extrem teuer, das ist angesichts des grassierenden Fachkräftemangels einfach nicht hinnehmbar. Dabei sind die Vermittler ganz und gar nicht faul. Im Gegenteil, sie sind sehr bemüht, in der Regel auch sehr gut ausgebildet. Sie sind aber zeitlich massiv überstrapaziert durch Sozialaufgaben und Bürokratie. Und das nimmt ihnen die Chance, sich zielgerichtet auf die Arbeitsvermittlung zu konzentrieren. Das ist aber dringend nötig. Im letzten Monat waren noch immer bei der BA über 700.000 unbesetzte Stellen gemeldet. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ausgerechnet, dass insgesamt mit den nicht bei der BA gemeldeten Stellen 1,7 Arbeitsplätze heute nicht in Deutschland besetzt werden können. Und dass davon nur rund 40% bei der BA überhaupt gemeldet werden, liegt unter anderem an den schlechten Erfahrungen, die die Unternehmen mit den Jobcenter-Kandidaten gemacht haben. Ein großer Teil von ihnen erscheint gar nicht erst zum verabredeten Vorstellungsgespräch oder erscheint nur deshalb, um sich dafür eine Bescheinigung abstempeln zu lassen. So kann das Arbeitskräftepotenzial der Bürgergeldempfänger natürlich nicht gehoben werden. Dabei waren zuletzt fast 4 Millionen von ihnen erwerbsfähig gemeldet. Rein zahlenmäßig könnte damit der Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft locker gedeckt werden. Qualifikationsmäßig sieht es zwar anders aus, aber es ist natürlich ein Witz, wenn es nicht mal gelingt, ein paar hundert Kofferträger für die Flughäfen zu rekrutieren. Woran liegt's? Schauen wir einmal genauer hin. Der erste Grund: Es sind längst nicht alle, die offiziell als arbeitsfähig geführt werden, auch tatsächlich arbeitsfähig. Dies gilt vor allen Dingen für 3 große Gruppen: Kranke, die aufgrund ihrer Erkrankung langfristig nicht arbeitsfähig sind. Das trifft auf etwa 400.000 Bürgergeldempfänger zu. Mütter oder Väter, die wegen der Betreuung ihrer teilweise auch kranken oder behinderten Kinder zeitlich unabkömmlich sind. Sowie drittens Bürgergeldempfänger, die wegen der Pflege von Familienangehörigen dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Gruppe 2 und 3 addieren sich auf weitere 280.000 Bürgergeldempfänger, sodass insgesamt fast 700.000 der sogenannten erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger faktisch eben nicht erwerbsfähig sind. Hier ist allenfalls Sozialarbeit angesagt, aber keine Vermittlungsarbeit. Damit sich die Jobvermittler wieder auf ihre ureigenste Aufgabe konzentrieren können, wollen wir diese Bürgergeldempfänger unter Wahrung ihrer finanziellen Ausstattung in die örtlichen Sozialämter überführen. Für Menschen, insbesondere aus Gruppe 2 und 3, die nach Beendigung ihrer Betreuungsarbeit wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig werden können, soll ein schneller Wechsel zurück ins Bürgergeld ermöglicht werden. Hierfür sind halbjährliche Prüfungen vorgesehen. Und selbstverständlich können sich Betroffene auch jederzeit selbst wieder bei den Jobcentern melden. Kurz gesagt,
diejenigen, die arbeiten können, sollen auch tatsächlich arbeiten. Und diejenigen, die das aus nachvollziehbaren Gründen auf lange Sicht nicht können, erhalten künftig Sozialhilfe. Der zweite Grund für die schlechten Vermittlungsergebnisse: Bildungsmaßnahmen, welcher Art auch immer, gehen zur Zeit der Arbeit vor. Dabei ist längst bekannt, dass viele dieser Maßnahmen überhaupt nichts bringen. Wir wollen deswegen eine Erfolgskontrolle installieren, mit der festgestellt werden kann, ob eine Maßnahme unmittelbar in Arbeit führt. Wenn sich herausstellt, dass dies nicht der Fall ist, wird diese Maßnahme gestrichen. In der Wirtschaft anerkannte Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen auch in Zukunft durchgeführt werden können, mit der Maßgabe selbstverständlich, dass am Arbeitsmarkt auch wirklich ein Bedarf dafür vorhanden ist. Und der dritte Grund für die unzureichende Vermittlung in Arbeit: Bei vielen Bürgergeldempfängern besteht nur ein geringes Interesse an Arbeit, speziell an Arbeit im ersten Arbeitsmarkt. Denn etwa ein Drittel von ihnen, so schätzt der Linzer Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider, arbeitet schwarz. Bei aktuell 3,98 erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern, Stützebeziehern, bedeutet das, 1,33 Millionen von ihnen arbeiten schwarz. Bei Schwarzarbeit zahlen weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer Steuern, was eine Straftat ist. Es werden aber auch keinerlei Sozialabgaben bezahlt. Krankenversichert sind die Arbeitnehmer dann trotzdem über das Bürgergeld, wobei Steuerzahler und Krankenversicherungsbeitragszahler nicht nur für die braven Bürgergeldempfänger, sondern auch für die Schwarzarbeiter zur Kasse gebeten werden. Rentenversichert sind die Schwarzarbeiter allerdings nicht. Aber auch das macht vielen nichts aus, weil sie im Alter übergangslos von der Grundsicherung für Arbeitssuche in die Grundsicherung im Alter wechseln können. Das sind unhaltbare Zustände für unsere Gesellschaft, denen wir am besten dadurch begegnen können, dass wir diese Menschen schnell wieder in den offiziellen Arbeitsmarkt bewegen. Dann können sie auch ihren gesellschaftlichen Beitrag erbringen und müssen nicht länger von den braven Bürgern ausgehalten werden. Für uns heißt das, Vermittlung in Arbeit muss wieder Vorrang haben vor allen anderen Maßnahmen. Laut dem Essener Sozialdezernenten Peter Renzel folgen aber nur noch die Hälfte der arbeitsfähigen Bürgergeldempfänger den Einladungen der Jobcenter. Bei den Jüngeren sind es sogar weniger als 40%. Damit das besser wird, sollen die früheren Sanktionen wieder eingesetzt werden, soweit unsere Verfassung das zulässt. Wer dann trotzdem nach 6 Monaten nicht in einem Job von mindestens 20 Wochenstunden gelandet ist, wird zu gemeinnütziger Bürgerarbeit von 15 Wochenstunden verpflichtet. Wird auch die Bürgerarbeit verweigert, gibt es den Leistungsbezug nur noch über die Bezahlkarte, die auf Sachleistung abstellt. Wir gehen davon aus, dass dies ein echter Jobturbo ist und nicht nur ein herbeigeträumter. Aber nicht nur auf dem Arbeitsmarkt führt dies zu Entlastung. Auch im Steuersäckel wird ein Viertel der Bürgergeldkosten, der Kosten der Unterbringung, auch der Krankenkassenkosten gespart. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Insgesamt kommt das auf einen Betrag von 16 bis 18 Milliarden Euro. Und das ist doch mal ein Wort. Dankeschön. Gerrit Huy hat den Antrag Bürgergeld Fokus auf Arbeitsvermittlung der AfD hier vorgestellt. Und die nächste Rednerin kommt von der SPD, Annika Klose. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren! Der von der AfD vorgelegte Antrag hat im Kern 2 Forderungen. Zunächst sollen Menschen, die Bürgergeld beziehen, nach ihrer Arbeitsfähigkeit sortiert werden. Anschließend sollen diejenigen, die von der AfD als arbeitsfähig eingeschätzt werden, zu einer Arbeit verpflichtet werden. All das verkauft uns dann die AfD hier als neues Konzept, was sie sich ganz toll ausgedacht haben und wo ja dann alle anderen böse sich weigern, das umzusetzen. Es tut mir sehr leid, Sie darauf hinweisen zu müssen, dass das meiste von dem, was Sie hier in Ihrem Antrag zumindest fordern, bereits geltendes Recht ist. Und bei dem, wo es kein geltendes Recht ist, es sehr gute Gründe gibt, warum es das nicht ist. Insofern betreiben Sie hier mal wieder ordentliches Schattenboxen. Sie tun so, als gäbe es ein großes Problem, wo in der Realität keins ist. Aber schauen wir uns das doch mal der Reihe nach an. Zunächst einmal gab es ausnahmsweise in Ihrem Antrag sogar etwas, worüber ich mich gefreut habe. Es sieht nämlich so aus, als hätte auch die AfD es endlich mal geschafft, sich die Daten und Fakten rund um das Bürgergeld anzuschauen. Vermutlich waren Sie zwar das nicht selber, sondern irgendein Fraktionsreferent, aber Shoutout an die Person. Ich hoffe, Sie machen das ab und zu jetzt mal öfter.
Bei einem Blick in die Daten und Fakten des Bürgergeldes stellen Sie schließlich endlich fest, dass Ihre alte Leier, die Leute würden ja nicht arbeiten wollen und sich auf den Sozialleistungen ausruhen, schlicht falsch ist. Sehr viele Menschen, die auf das Bürgergeld angewiesen sind, würden gerne arbeiten, aber können es nicht. 1,5 Millionen Menschen im Bürgergeld sind nämlich nicht erwerbsfähig, meist weil sie noch zur Schule gehen. Nur 1,7 Millionen der arbeitsfähigen Menschen im Bürgergeld sind tatsächlich arbeitslos. Der Rest pflegt Angehörige, betreut Kinder, nimmt an Maßnahmen teil oder befindet sich in der Aus- und Weiterbildung. 800.000 Menschen im Bürgergeldbezug arbeiten bereits und stocken auf, weil ihr Einkommen schlicht nicht zum Leben reicht. Und ein Drittel der Alleinerziehenden in Deutschland sind auf das Bürgergeld angewiesen. Oder anders gesagt, 550.000 der Bürgergeldempfängerinnen sind alleinerziehend und können alleine nicht den Unterhalt für sich und ihr Kind stemmen. Sehr viele Menschen, die auf das Bürgergeld angewiesen sind, würden gerne arbeiten, aber können es gerade nicht oder nicht so viel, wie es nötig wäre. Wie schön, dass auch die AfD das endlich mal begriffen hat. Nun wollen Sie dann all jene Leute, die Sie nicht als arbeitslos einschätzen, vom SGB II, also der Grundsicherung für Arbeitssuchende, ins SGB XII, also die Sozialhilfe, schieben und die Arbeitsvermittlung dann auf die übrigen Leute im SGB II konzentrieren. Ich muss sagen, das finde ich nicht richtig, denn auch zum Beispiel eine Person mit gesundheitlichen Problemen sollte nicht aufs Abstellgleis gestellt werden, sondern Unterstützung dabei erhalten, wieder in Arbeit zu kommen. Sozialhilfe ist für Menschen gedacht, die nicht arbeiten können, also Kinder, Rentnerinnen und Erwerbsgeminderte. Für alle anderen habe ich zumindest den Anspruch, sie wieder in Arbeit zu kriegen, auch wenn es vielleicht nur mit einer Umschulung oder Weiterbildung klappt. Und ich bin dankbar, dass die Jobcenter diese Arbeit machen. Und damit zu dem, worum es der AfD wohl eigentlich geht. Sie wollen die Leute, die Bürgergeld bekommen, zur Arbeit verpflichten und nennen das Bürgerarbeit. Jetzt tun sie so, als hätten sie da das Rad neu erfunden. Wenn sie aber das Sozialgesetzbuch zweimal aufschlagen würden, würden sie feststellen, dass all das bereits möglich ist mit dem § 16d SGB II und auch die Pflicht zur Mitwirkung gibt es im Bürgergeld bereits jetzt. Soweit so nicht neu. Und daher hat man mit dem Instrument auch schon so einige Erfahrungen sammeln können. Die Erfahrung zeigt, dass solche Arbeitsgelegenheiten häufig mehr kosten, als sie nutzen. Und die Menschen, die dort zugewiesen sind, es teilweise schwerer haben, wieder auf einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Daher wird es nicht mehr oft genutzt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat vor 2 Jahren auch schon mal eine sehr gute Ausarbeitung dazu gemacht. Ich empfehle Ihnen mal diese Lektüre. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klose. Nächster Redner ist der Kollege Kai Wittecker, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD schreibt in ihrem Antrag, dass der Fachkräftemangel gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft hat. Donnerwetter, möchte man da sagen, zu dieser erhellenden Erkenntnis. Und fragt sich, welche Fachkraft bei Ihnen diesen klugen Satz aufgeschrieben hat. Jetzt würde man ja erwarten, dass nach so einem Satz ein Feuerwerk an Ideen abgezündet wird, wie Sie denn diesen Fachkräftemangel beheben wollen. Aber stattdessen ergießen Sie sich seitenlang darin, zu erklären, wer alles in diesem Land nicht arbeiten kann. Und Ihre Lösung für diese Menschen ist ganz einfach. Sie wollen sie aus dem Bürgergeld raus, in die Sozialhilfe hineinschieben. Da kann ich nur sagen, typisch AfD, egal wie das Problem lautet, Sie wollen Menschen abschieben, jetzt auch noch innerdeutsch. Da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, wer als Werkzeug nur einen Hammer in der Hand hat, der sieht halt überall bei allen Problemen nur noch einen Nagel. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Sie teilen Menschen in nützlich und unnütz ein. Wir hingegen glauben an die Fähigkeit der Menschen, auch sich zu ändern, wenn sie eine faire Chance im Leben bekommen. Und daran arbeiten wir in diesem Haus. Und Ihr Antrag ist auch wirklich unlogisch. Sie beklagen den Fachkräftemangel und die erste Idee ist, erstmal 1 Million Menschen per se als arbeitsunfähig zu deklarieren. Wie das Problem lösen soll, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Es ist auch falsch zu behaupten, dass die Jobcenter ihre Arbeit, Leute in Arbeit zu bringen, nicht nachkommen. In unserer Regierungszeit von 2017 bis 2021 haben wir es geschafft, 1 Million Menschen, die erwerbsfähig sind, aber arbeitslos waren, aus dem System herauszubringen und 300.000 nicht erwerbsfähige Menschen aus dem System herauszubringen. Das ist die Leistung, die die Jobcenter erbracht haben. Und Ihr Antrag ist auch wirklich absurd, denn am Ende des Tages sagen Sie,
dass nur die Menschen in Sozialhilfe gehen sollen, die weniger als 3 Stunden am Tag arbeiten können. Da kann ich auch nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist bestehende Rechtslage. Also mit der Fachkraft in Ihrer Fraktion scheint es nicht wirklich weit her zu sein. Für den freundlichen Applaus aus der Ampel darf ich mich ganz herzlich bedanken. Aber Sie haben sich ein bisschen zu früh gefreut. Sie kriegen Ihr Fett auch noch weg. Als Sie nämlich das Bürgergeld hier eingeführt haben, haben wir Sie massiv kritisiert, vor allem wegen eines Punktes. Nämlich, dass Sie sich bei Ihrer Reform viel zu sehr darauf konzentriert haben, wie viel Geldleistungen arbeitslose Menschen bekommen und Sie sich viel zu wenig darüber Gedanken gemacht haben, wie Sie eigentlich Menschen wieder in Arbeit bringen. Und das Thema interessiert Sie auch nicht. Denn seitdem Sie regieren, haben Sie den Jobcentern 1 Milliarde Euro real entzogen, mit denen diese Jobcenter ihre Arbeit machen können. Das zeigt, dass Sie kein Interesse an der Jobvermittlung haben. Wir haben in den Jobcentern 45.000 engagierte Mitarbeiter. Aber über die Hälfte beschäftigt sich gar nicht mit der Vermittlung in Arbeit, sondern sie rechnen aus, was jeden Monat überwiesen werden muss an Arbeitslosengeld. Ich sage, wir brauchen weniger menschliche Taschenrechner, wir brauchen mehr engagierte Beraterinnen und Berater, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wittig, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Ja, gerne. Ich habe es befürchtet. Mehr Sendezeit ist immer gut. Ja, Herr Kollege Wittecker, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja eben die These aufgestellt, die Reform des Bürgergelds durch die Ampelkoalition wäre darauf gerichtet, die Leistungen zu erhöhen und nicht darauf gerichtet, Menschen in Arbeit zu bringen. Ich wollte Sie mal fragen, ob Ihr Gedächtnis eigentlich wirklich so schlecht ist, dass Sie sich nicht mehr daran erinnern können, wie die parlamentarische Auseinandersetzung über das Bürgergeld hier im Haus gewesen ist und dass Ihre Fraktion damals massive Kritik an dem Bürgergeld geübt hat und den Vorschlag gemacht hat, doch hier im Deutschen Bundestag nur die Erhöhung der Regelsätze zu beschließen und all die Reformbausteine, mit der die Integration in Arbeit verbessert werden kann, eine Orientierung auf nachhaltige Integration in Arbeit, bessere und individuelle Förderung durch mehr Weiterbildungsförderung, in dem Bürgergeldgesetz im SGB II implementiert wurde. All das wollten Sie zurückstellen und überhaupt nicht behandeln und hier beschließen. Und deswegen drängt sich mir doch eher der Verdacht auf, dass es CDU und CSU waren, die damals in erster Linie Regelsätze erhöhen wollten, anstatt die Förderung zu verbessern, was dringend notwendig gewesen ist. Werter Kollege Rosemann, ich befürchte, dass mein parlamentarisches Gedächtnis besser ist als das Ihres Bundeskanzlers. Ich Sie da noch mal daran erinnern darf, wie die Geschichtsschreibung richtig ist. Sie haben versucht, 2 Dinge miteinander zu verknüpfen, nämlich die reguläre Erhöhung des Regelsatzes für SGB-II-Empfänger, das wir jährlich hier beschließen, und eine grundsätzliche Reform des Bürgergeldes. Und diese beiden Dinge haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Sie wollten es verquicken, weil sie uns politisch unter Druck setzen wollten, nach dem Motto, wir würden den Menschen, die arbeitslos sind, keinen Cent unter den Fingernägeln gönnen. Das war infam. Das haben wir ihnen nicht durchgehen lassen. Wir haben ihnen angeboten, die Erhöhung rechtzeitig zum 1. Januar durchzuführen und über die anderen Dinge in Ruhe weiter zu beraten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter mehr Beratungszeit eingefordert haben, weil das, was Sie vorhatten, viel zu hoppla hopp war. Das haben Sie verneint. Sie haben Politik auf den Rücken der Schwächsten gemacht. Ausgerechnet die Sozialdemokratie. Ausgerechnet Sie. Und deshalb sage ich Ihnen, es braucht jetzt 3 Dinge. Hören Sie gut zu. Sie müssen erstens beim Bürgergeld dafür sorgen, dass wir das nicht nur digitalisieren, sondern vollautomatisieren. Es kann nicht sein, dass sich über 25.000 Menschen in den Jobcentern nur mit Formularen rumschlagen. Wenn Sie das machen wollen, werden Sie feststellen, dass das aktuelle Recht viel zu kompliziert ist, um es voll zu automatisieren. Sie müssen also das Recht vereinfachen, insbesondere bei den Kosten der Unterkunft, also das, was wir als Miete bezeichnen. Und drittens müssen Sie die Transferentzugsraten verbessern. Den Menschen muss mehr Netto vom Brutto am Monatsende übrig bleiben, wenn sie sich aufmachen, mehr zu arbeiten. Wenn Sie das vorhaben, dann haben Sie uns an unserer Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Beate Müller-Gemmecke, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen! Die AfD präsentiert heute einen Antrag, in dem endlich mal zur Kenntnis genommen wird, dass nicht alle Menschen im Bürgergeld sofort arbeiten können, aber das uns bekannte, abwertende Menschenbild der AfD wird in jeder Zeile deutlich. Der AfD geht es einfach nicht um die Menschen, sondern es geht ihnen um die Verwertbarkeit der Menschen. Und dieses Denken kann ich nur als menschenverachtend bezeichnen. Das Konzept der AfD ist einfach. Wer nicht sofort arbeitsfähig ist, soll aussortiert werden in die Sozialhilfe, in das SGB XII. Denn die Idee ist, ältere, kranke Menschen, die Sorgearbeit leisten, werden einfach aus dem Bürgergeld rausgeschoben. Dann muss man sich nicht mehr um sie kümmern. Wer dann weiterhin im Bürgergeld bleibt, soll nach 6 Monaten Arbeit gezwungenermaßen aufnehmen. Ansonsten werden Leistungen gestrichen. Und wer keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, Zitat, wird der Abschiebung zugeführt. Das ist der Ansatz der AfD. So ein Antrag hat nichts mit konstruktiver Politik für die Menschen zu tun. Das zeigt mal wieder, diese Partei besteht vor allem aus Hass und ist definitiv keine Alternative. Laut AfD sollen auch alle Instrumente des SGB II abgeschafft werden, die niederschwellig sind und die auf langfristige Unterstützung setzen. Das ist absurd und kontraproduktiv. Es ist anscheinend bei der AfD immer noch nicht angekommen, dass auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen an dieser Gesellschaft und sogar am Arbeitsleben teilhaben wollen. Sie wollen etwas tun, sie wollen arbeiten, können es aber oft nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, weil unsere beschleunigte Arbeitswelt gar keinen Platz für sie hat, weil zum Beispiel kleine Kinder betreut werden müssen oder weil sie gerade krank sind. Und wir wissen aus der Forschung, dass es die Arbeitslosigkeit ist, die die Menschen krank macht, beispielsweise durch den Stress des permanenten Mangels und weil positive Erfahrungen fehlen. Und deshalb lassen wir, weil wir das wissen, anders als die AfD, niemanden alleine. Was die Erwerbslosen brauchen, ist Unterstützung, und zwar häufig über einen längeren Zeitraum. Und wir haben dafür im Bürgergeld gute Instrumente, Coaching, Arbeitsgelegenheiten und ganz wichtig, den sozialen Arbeitsmarkt. So entstehen soziale Kontakte. Die Menschen profitieren von geschützten Räumen. Sie können sich ausprobieren, sich neu orientieren. Es entstehen Erfolgserlebnisse, und das stärkt die Menschen und das macht auch Mut. Und das nennt sich übrigens soziale Teilhabe. Wir wollen die Instrumente weiterentwickeln. Die AfD bezeichnet sie wieder, Zitat, als nicht zielführende Maßnahmen und will sie abschaffen. Solche Überlegungen sind aus meiner Sicht nur schwer zu ertragen, denn wenn die Situation der Menschen und die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt einfach weggeschoben und ignoriert werden, dann ist das zynisch und das hilft vor allem bei Arbeitslosigkeit kein bisschen weiter. Auch das Thema Qualifizierung interessiert die AfD nicht wirklich. Ihre Optionen sind gemeinnützige Pflichtarbeit und Zwang zur Helfertätigkeit, Weiterentwickeln der Menschen. Das gibt es nur im Ausnahmefall. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie kann Qualifizierung völlig als unwichtig behandelt werden in einer Zeit, in der die Arbeitswelt und die Anforderungen sich enorm verändern. Ich frage mich wirklich, in welcher Welt, in welcher Zeit lebt eigentlich die AfD? Das ist völlig ahnungslos. Wir Ampel setzen bei Bürgergeld natürlich auf Ausbildung und Qualifizierung. Unabhängig von diesem konkreten Antrag ist mir aber jetzt noch eines wichtig. Die Debatte rund um das Bürgergeld lässt seit einiger Zeit jeglichen Anstand vermissen. Viele und leider auch die Union merken gar nicht mehr, dass sie nicht über das Bürgergeld, sondern dass sie über Menschen reden. Jede Woche gibt es neue Forderungen, Nullrunden, Kürzungen. Mittlerweile wird sogar eine Bezahlkarte für das Bürgergeld gefordert. Die Menschen, die von diesen unsäglichen Aussagen betroffen sind, leiden unter dieser toxischen Stimmung und der respektlosen Debatte.
Und jede Aussage macht was mit den, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit unserer Gesellschaft. Und so kommt etwas ins Rutschen, wo eigentlich Solidarität notwendig wäre. Wir brauchen Sacharbeit und konstruktive Diskussion statt billiger Parolen. Von der AfD erwarte ich das nicht, aber von der Union erwarte ich schon gute und verantwortungsvolle Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der Bundestag debattiert über einen Antrag der AfD. Bürgergeld, Fokus auf Arbeitsvermittlung. Die AfD will das Bürgergeld grundsätzlich verändern, unter anderem eine Arbeitssuchendenhilfe zahlen und Sozialhilfe neu. Jens Teutrini jetzt für die FDP. Wir haben ja noch mal versucht zu rekapitulieren, wie kam es eigentlich zum Bürgergeld. Und ich fand es noch etwas unvollständig und deswegen möchte ich einen Beitrag dazu leisten. Und das noch mal ergänzen. Es war nämlich wirklich so, am 10. November 2023, als wir hier über das Bürgergeld abgestimmt haben, dass die Union vorgeschlagen hat, lasst mal nur die Sozialleistungen erhöhen. Lasst uns nicht um die Qualifizierungsmaßnahmen kümmern. Lasst uns nicht die Zuverdienstgrenzen für Azubis verbessern, die bei Hartz IV bei 800 Euro nur 240 Euro bekommen haben, weil sie gesagt haben, das Bürgergeld hätte zu wenig Sanktionen. Es würde zu hohe Schonvermögen geben und deswegen sollte man jetzt nur die Sozialleistungen erhöhen. Sie haben auch die getrennte Abstimmung gefordert und dann der Erhöhung der Sozialleistungen zugestimmt und das Gesamtpaket abgelehnt und es ging in den Vermittlungsausschuss. Dort haben wir über Sanktionen gesprochen, über Vermögen und das Ergebnis des Vermittlungsausschusses kam erneut in den Deutschen Bundestag. Und als es erneut in den Deutschen Bundestag kam, haben sie dem kompletten Bürgergeld zugestimmt. Allen Sanktionen, den Vermögenswerten, den Qualifizierungsmaßnahmen, den verbesserten Hinzuverdienstgrenzen und der Erhöhung. Ich zitiere Sie, die Unionsfraktion ist zufrieden mit dem Kompromiss zum sogenannten Bürgergeld. Es kann zum 1.1. starten. Fraktionschef Friedrich Merz sagte, das sei kein Einstieg zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die Leistungen für Langzeitarbeitslosen seien nach wie vor an die klare Mitwirkung der Empfänger geknüpft. Zitat: Der von der Ampel gewünschte Systemwechsel findet nicht statt, betonte Hermann Grühr. Die Balance zwischen Fördern und Fordern ist Stimme. Wir setzen notwendige Anreize, damit Menschen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das waren Ihre Pressemitteilungen, die man heute auf der Website noch nachlesen kann. Und es gibt eine riesige Diskrepanz zu Ihrer Verantwortung und Courage, die Sie eigentlich übernommen haben und wie Sie abgestimmt haben und wie Sie sich in der Öffentlichkeit verhalten. Ich würde mir da etwas weniger Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung wünschen. Und das Spiel ging weiter. Das Spiel ging weiter. Sie haben sich dann beschwert, dass die Sozialleistungen ein zweites Mal erhöht werden nach den Regelsatzgesetzen und haben im Bundesrat mit allen Bundesländern zugestimmt. Carsten Lindemann setzt sich in jede Talkshow und betont, Leistung muss sich mehr lohnen. Und ich teile das, was Carsten Lindemann sagt. Aber Sie sind nicht der Hüter von Erwerbsanreiz und Leistungsgerechtigkeit, wenn Sie im Bundesrat am Ende zustimmen. Auch das ist eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung. Ich finde, zu einer Opposition gehört es dazu, Kritik zu üben, und das ist auch legitim. Aber ich würde mir etwas mehr Ehrlichkeit in der Debatte wünschen. Vielleicht kann das ein Anlass sein. Ich finde aber auch, die Koalition muss mehr sein als nur der oppositionelle Besserwisser. Wir sind diejenigen, die Verantwortung tragen. Das heißt für uns, wir müssen es besser machen. Und ich sage das für meine Fraktion. Ich bin noch nicht mit dem Sozialstaat zufrieden. Ja, wir haben einige gute Sachen auf den Weg gebracht. Ich sehe aber erheblichen Reformbedarf. Erstens bedeutet für uns Gerechtigkeit im Sozialstaat, dass er nicht nur gerecht gegenüber denjenigen sein muss, die hilfsbedürftig sind, sondern auch gegen denjenigen gegenüber, die Steuern zahlen. Es ist nicht das Geld des Staates, sondern das Geld der Steuerzahler. Und diese Gerechtigkeit müssen wir auch ausgiebig ausbalancieren. Deswegen ist es richtig, wenn wir anmerken, in Zeiten von schrumpfender Wirtschaft müssen wir auch über die Reform des Sozialstaats sprechen. Und ich sehe die skeptischen Blicke bei Rot und Grün zu diesem Punkt, der uns aber besonders am Herzen liegt und wo wir auch vielleicht einen Unterschied haben, weil wir nicht glauben, dass Geld der Steuerzahler einfach nur eine Verteilmasse von Politikern ist, sondern man sich auch rechtfertigen muss. Aber ich glaube, es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, wo wir eigentlich Reformen des Sozialstaates noch für sinnvoll halten. Es ist doch eigentlich eine Absurdität, dass eine Familie in München
dass das für die keinen Unterschied macht, ob sie 3.000 oder 5.000 Euro brutto verdienen. Wenn sie 2.000 Euro mehr verdienen würde, hat sie gerade mal 32 Euro mehr in der Tasche. Das war schon bei Hartz IV so. Das war schon beim Wohngeld so und beim Kinderzuschlag. Wir sollten die Hinzuverdienstgrenzen leistungsgerecht ausgestalten. Es ist eine Absurdität. Es ist eine Absurdität, dass wir immer noch Weiterbildungsmaßnahmen haben, wo die Menschen nicht gerne hingehen, die nicht gut qualifizieren. Wir können nicht zufrieden sein, wie viel Geld wir in Weiterbildung stecken und wie schlecht die Qualität ist. Und ich finde auch den Widerspruch von den einen, die sagen, wir müssen in Arbeit vermitteln, und die anderen sagen, wir müssen qualifizieren, nicht mehr zeitgemäß. Zeitgemäß wäre ein duales System für Arbeitslose, sowohl Arbeitsgelegenheiten als auch Teilzeitqualifizierungen. Digitale Sprachangebote wären notwendig. Und ich mache noch mehr Angebote. Wir müssen bei den Jugendberufsagenturen bei der Vernetzung der Daten besser werden, auch bei den Ländern. Es kann nicht sein, dass die Schulen die Daten nicht weitergeben, wer noch keine Ausbildung gefunden hat und erst, wenn die jungen Menschen arbeitslos sind, zu der Vermittlung kommen. Es gibt viel Handlungsbedarf. Meine Fraktion lädt die konstruktive Opposition dazu ein. Wir laden aber auch die regierungstragenden Fraktionen dazu ein, den Sozialstaat weiter zu reformieren. Nicht mehr Geld und ihn noch teurer machen, sondern ihn besser machen. Das ist unser Motto. Jens Teutrine von der FDP hat sich hier mehr mit der Opposition beschäftigt als mit dem Antrag der AfD. Die AfD will nämlich in ihrem Antrag, dass Bürgergeldempfänger, die innerhalb von 2 Wochen eine Arbeit aufnehmen könnten und dieses nicht tun, in eine Arbeitssuchendenhilfe überführt werden und diejenigen, die daran gehindert sind, aus Krankheit oder anderen Gründen, eine Sozialhilfe neu beziehen sollen. Jens Peik für die SPD. Wieder ein AfD-Antrag, wieder Geschwurbel am Rednerpult, und es passt ins Bild, dass Gerrit Huy diesen Antrag vorstellt, eine Teilnehmerin des Potsdamer Geheimtreffens. Da haben sie mit Rechtsextremen nämlich darüber fantasiert, wer deutsch genug ist, um hier zu bleiben. Und wie der Kollege Wittecker das gerade schon richtig sagte, jetzt diskutieren sie darüber, wer eigentlich unsere Hilfe verdient hat, um in Arbeit vermittelt zu werden, und sortieren wieder Menschen in Gruppen. Mit großer Akribie identifiziert Ihr Antrag von der AfD Personengruppen, die nach Ihrer Ansicht nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und damit keinen Platz im Bürgergeld haben. Für Kranke, Pflegende, Alleinerziehende und Personen im sozialen Arbeitsmarkt stellt die AfD den Sinn und Zweck von Arbeitsförderung in Frage. Und wir wissen auch, es gibt Hindernisse auf dem Weg zurück in die Arbeit. Natürlich. Das ist alles bekannt. Aber der Unterschied zwischen uns und der AfD, zwischen der SPD und der AfD ist, wir sehen die Probleme der Menschen und versuchen, sie zu lösen. Sie lösen aber gar nichts, sondern sie schreiben die Menschen ab. Nur weil es Hindernisse und Hemmnisse gibt, geben wir Menschen noch lange nicht auf, sondern wir packen das gemeinsam an. Und dafür, genau dafür steht das Bürgergeld. Für gesundheitliche Probleme und lange Arbeitslosigkeit haben wir das individuelle Coaching eingeführt, instrumentenübergreifend. Und wir haben den sozialen Arbeitsmarkt verstetigt. Herr Kollege Peik, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Sie können gleich weiterreden. Ich würde den Kollegen Wittecker bitten, sein Telefonat. Herr Kollege Wittinger, ich würde Sie bitten, Ihr Telefonat nach draußen zu verlegen. Es ist so laut zu hören, dass der Redner teilweise nicht zu hören ist. Herr Kollege Peik, bitte fahren Sie fort. Für fehlende Qualifikationen haben wir die Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert und die Ausbildungsgarantie eingeführt. Und bei Alleinerziehenden, ja, da fehlen Kita-Plätze, weil es nicht genug Erzieherinnen gibt. Ein Problem, das wir mit der Fachkräftestrategie angehen. Und das hilft im Übrigen auch pflegenden Angehörigen, weil auch Pflegekräfte sind Fachkräfte, die wir dringend brauchen. Die AfD will aber gar nicht diese Probleme bei der Arbeitssuche lösen. Für die AfD zählt nur die individuelle Leistungsfähigkeit. Deshalb, so steht es in diesem Antrag, wer nicht innerhalb von 2 Wochen eine Beschäftigung aufnehmen kann, soll raus aus dem Bürgergeld. 2 Wochen. Das hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun. Und für die AfD zählen Einzelfälle und individuelle Schicksale nicht. Und das zeigt sich auch daran, wie verächtlich Sie über die Menschen sprechen. Auch das wurde heute schon gesagt. Man braucht ja gar nicht auf die aktuelle Presseberichterstattung schauen und die über 100 rechtsextremen Mitarbeiter in Ihrer Fraktion. Man braucht nur diesen Antrag zu lesen und schon weiß man, welch Geisteskind Sie sind. Ich zitiere aus dem Antrag der AfD. Auch kann es nicht Aufgabe der Bundesagentur sein, angeblich erwerbsfähigen Personen soziale Umgangsformen und Körperhygiene beizubringen.
Weiter bei der AfD, dies sind zivilisatorische Grundvoraussetzungen. Ich hoffe, die Menschen da draußen hören genau hin, welches Bild die AfD vom Menschen zeichnet. Sie glauben, Menschen, die arbeitslos sind, waschen sich nicht und kommen morgens nicht aus dem Bett. Und gerade haben Sie hier behauptet, ein Großteil will gar nicht arbeiten. Und wir sagen, es ist nicht schäbig daran, Hilfe anzunehmen, wenn man Hilfe braucht. Und deswegen lehnen wir dieses Menschenbild ab. Sie wollen nur ausgrenzen, abwerten, diffamieren und nicht helfen. Das haben wir auch schon gesehen. Sie wollen das Leben der Menschen nicht besser machen. Deswegen haben Sie gegen den Mindestlohn gestimmt, der ein wichtiger Baustein ist. Über 20% Gehaltserhöhung für mehr als 6 Millionen Menschen in diesem Land. Deswegen haben Sie gegen die Ausbildungsgarantie gestimmt. Und deswegen haben Sie auch gegen das Bürgergeld gestimmt. Und das zeigt, die AfD ist Teil des Problems. Die Lösungen haben wir. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Peik. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Reich, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Müller-Gemmecke, wir haben, denke ich, eine ähnliche Wahrnehmung. Ich glaube, uns beide bedrückt die öffentliche Debatte über das Bürgergeld, nämlich dass Menschen, die die Hilfe der Solidargemeinschaft zu Recht benötigen, werden gegenwärtig stigmatisiert. Sie werden in einen Topf geworfen mit den Menschen, die den Sozialstaat systematisch ausnutzen. Und ja, Herr Teutrine, es ist richtig, wir haben damals dem Kompromiss zugestimmt, im Vertrauen darauf, dass er auch ordentlich umgesetzt wird. Die Realität zeigt aber, dass die Politik der Bundesregierung gerade diesen Unfrieden in der Gesellschaft jetzt provoziert hat in ihrer Form, wie sie arbeitet. Das Sanktionsmoratorium hat bereits den Respekt vor unserem Sozialsystem ruiniert. Die jetzigen Sanktionen haben sich erwiesen, dass sie nicht praktikabel sind. Und zugleich wurde den Jobcentern zu wenig Mittel und Personal für die Eingliederung zur Verfügung gestellt, sodass uns ja Jobcenter-Mitarbeiter sagen, dass die Jobcenter jetzt aktuell nicht fördern, sie fordern nicht, sie können nur noch alimentieren. Und hier haben Sie mit dem Jobturbo wesentlich zu spät reagiert. Die Versäumnisse kosten uns jetzt Milliarden, die uns an anderer Stelle fehlen und bringen, wie viele Ihrer Projekte, Unfrieden in unsere Gesellschaft. Deswegen muss ich sagen, Minister Heil plante die Einführung des Bürgergelds als die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre, doch sie ist grundsätzlich gescheitert. Und deswegen werden wir auch das Bürgergeld in der jetzigen Form so rasch wie möglich wieder abschaffen. Ihre Tragik, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ist doch, es steht außer Zweifel, dass Sie gute Vorsätze hatten. Jedoch erreichen Sie das Gegenteil und schaffen dann den Boden für das Wirken von Menschen, die es eben nicht gut meinen mit Deutschland. Und das sind insbesondere die Kollegen von ganz rechts und manchmal auch von ganz links. Die AfD hat in den vergangenen Monaten mehrere Anträge gestellt, mit der sie aus ihrer Sicht das sogenannte Bürgergeld verbessern will. Teils haben Sie Ihre Forderungen ja auch in den heutigen Antrag aufgenommen, zum Beispiel bei dem Thema der Arbeitspflicht. Was interessant ist, was Sie nicht aufgenommen haben. Sie haben nämlich im Januar noch gefordert, SGB-Leistungen sollen auf Deutsche beschränkt werden. Und Ausländer, wohlgemerkt egal ob aus der EU oder aus anderen Ländern, sollen ausgeschlossen werden. Erstaunlicherweise haben Sie da wohl unter dem Druck Ihrer sinkenden Umfrageergebnisse erkannt, dass Sie sich hier strategisch völlig verrannt haben und sich in dem heutigen Antrag nicht mehr getraut, dass Sie diese nun wirklich nationalistischen Forderungen, die Sie hier aufgestellt haben, nicht mehr eingebracht haben. Und das ist gut so. Und ich sage Ihnen, wir werden hier, alle, die hier in der Mitte dieses Parlaments sind und in der Mitte unseres Landes, wir werden Ihnen gemeinsam immer weniger Raum geben für Ihre Rechtsextremen, für Ihre inhaltlich leeren Positionen. Denn da, wir wollen gemeinsam dieses Land voranbringen und Ihnen hier nicht den Raum lassen. Neu an dem heutigen Antrag sind seltsame Abwägungen, wie Menschen zwischen SGB II und SGB XII hin und her geschoben werden. Inwieweit das eine Verbesserung der geltenden Rechtslage bringt, erschließt sich mir bislang nicht. Also ich denke, wir sollten uns daher lieber die Frage stellen, wie bringen wir denn tatsächlich langzeitarbeitslose Menschen besser und effektiver in Arbeit? Wir als Union, wir werden hier an mehreren Stellschrauben ansetzen.
Sanktionen müssen natürlich klar und auch hart sein. Wir müssen hier nachsteuern. Die Mitarbeiter der Jobcenter müssen mehr Zeit für die Arbeit mit den Kunden haben, das heißt für Unterstützung, Fördern und Fordern, mit mehr Budget für die Eingliederungsmaßnahmen. Und natürlich bei den Hinzuverdienstregeln, die Vorschläge des IFO liegen vor, die müssen wir zur Kenntnis nehmen, die muss man dann am Ende auch umsetzen. Zusammenfassend, wir müssen das System der Grundsicherung herausholen aus dieser desaströsen Debatte, die die Ampel initiiert hat. Fehlanreize müssen wir beseitigen. Dann erledigen sich die Anträge der AfD auch von selbst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Markus Reichel war das für die CDU-CSU. Wie soll das Bürgergeld aussehen? Wie soll es verändert werden? Die AfD hat ja einen Antrag dazu vorgelegt. Und nächste Rednerin ist jetzt Stefanie Effner für die Bündnisgrünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, liebe BürgerInnen, sehr geehrter Herr Kollege Reichel, ich finde es ja schön, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir die rechte Seite dieses Parlaments ausgrenzen. Aber mit der Aussage, wir schaffen das Bürgergeld ab, was bitte meinen Sie denn damit? Können Sie diese populistische Forderung auch mit irgendwas Konkretem hinterlegen? Was haben wir getan bei der Bürgergeldreform? Die Regelsatzermittlung ist immer noch die gleiche wie zu Ihren Zeiten. Wir haben Sanktionen entsprechend des Verfassungsgerichtsurteils im Gesetz verfassungsfest dargelegt. Und dann haben wir vor allen Dingen das Thema Förderung und Vermittlung und Qualifizierung gestärkt, indem wir gesagt haben, Menschen sollen vorrangig eine Ausbildung und Qualifizierung abschließen können. Es ist doch Irrsinn, Geld in die Hand zu nehmen, um Menschen zu qualifizieren. Und fehlende Qualifizierung ist der meiste Grund, warum Menschen nicht auf dem Arbeitsmarkt integriert werden können. Und dann zu sagen, da ist irgendein prekärer Job, bricht die Ausbildung ab und das Geld haben wir zum Fenster rausgeworfen. Was davon wollen Sie tatsächlich abschaffen? Das würde mich interessieren, außer die Überschrift Bürgergeld muss weg. Konstruktive Politik sieht anders aus. So, kommen wir zu dem Antrag der AfD. Exemplarisch für das AfD-Paradox. Die Leidtragenden sind die WählerInnen der AfD. Heute geht es gegen arbeitslose Menschen. Richtig typisch. Sie möchte sie gar nicht unterstützen, sondern sie möchte aussortieren. Dabei sind wir doch auf Fachkräfte so dringend angewiesen. Liebe BürgerInnen, hören Sie mal gut zu, wen die AfD mit diesem Antrag alles aussortieren möchte. Die alleinerziehende junge Verkäuferin, die auf einen Kindergartenplatz wartet, keinen Anspruch mehr auf Qualifizierung und Vermittlung. Der Taxifahrer, der sich das Bein gebrochen hat, keinen Anspruch mehr auf Vermittlung und Qualifizierung. Die Sozialarbeiterin, die seit mehreren Jahren ihren schwerkranken Mann pflegt, keinen Anspruch mehr auf Vermittlung und Qualifizierung. Der Schulabbrecher, der als Kind suchtkranker Eltern bisher andere Sorgen hat, als den Schulabschluss, keinen Anspruch mehr auf Vermittlung und Qualifizierung. Und stellen Sie sich vor, es ist vielleicht schlau, wenn jemand zum Beispiel, während eine Frau auf den Kindergartenplatz wartet, gleichzeitig zum Beispiel vielleicht Sprache lernt, Qualifizierung macht. Das geht nämlich auch, indem ich Menschen in Teilzeit unterstütze. Sie sortieren sie lieber aus. Und diese Zeiten hatten wir in dieser Gesellschaft schon mal, als wir Menschen unterteilt haben in gute Arbeitskräfte, Menschen, die für Zwangsarbeit zu gebrauchen sind und unwertes Leben. Und das hat zu 75 Millionen Toten in diesem Land geführt. Diese menschenachtende, verachtende Politik, da will ich nie wieder hin. Wir müssen Menschen zusammenführen, statt sie weiter auszusortieren. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion. Pascal Kober ist der Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren hier über einen Antrag der AfD zum Thema Reform des Bürgergeldes. Da geht es allerdings
gleich zu Beginn damit los, dass Menschen aus dem Bürgergeld abgeschoben werden sollen in die Sozialhilfe. Das Ganze unter dem großen Motto und dem großen Titel: Wir brauchen in Deutschland Fachkräfte. Tatsächlich fragt man sich, was sollen die Menschen dann in der Sozialhilfe tun? Da sollen sie, Zitat, passgenau versorgt werden. Wir würden ja gerne wissen, was eine passgenaue Versorgung von Menschen in der Sozialhilfe, die vorher im Bürgergeld waren und dort offensichtlich ja nicht passgenau versorgt worden ist, dann dort sein soll. Wir wären geradezu neugierig darauf, mit Ihnen in eine fachliche Diskussion zu gehen, aber wir bekommen ja keine Antwort. Warum nicht? Weil Sie letzten Endes überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, was da tatsächlich passieren soll. Oder Sie uns jedenfalls verschweigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, das ist dürftig, das ist fachlich nicht hinreichend, das ist Note 6 setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gegen den Fachkräftemangel möchten Sie dann den anderen Teil möglichst schnell und unmittelbar in Arbeit vermitteln. Ohne Qualifizierung, Hauptsache schnell in Arbeit. Dabei ist doch gerade die Lebensrealität die, dass Sie damit allenfalls Arbeitskräfte bekommen, aber nicht die Fachkräfte, die Sie da ja mit gewinnen wollen, laut Ihrem Antrag. Und bei Arbeitskräften ist es ja auch noch mal interessant, wenn man sich mal wirklich fachlich kundig macht, dann stellt man nämlich fest, dass bei den Unqualifizierten im SGB II die Realität ist, dass sie beispielsweise laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Hälfte etwa innerhalb von 5 Jahren mehr als 5-mal den Job wechseln. Das heißt, eine nachhaltige Vermittlung als Arbeitskraft geht ja so auch nicht. Die Frage ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, was will die AfD eigentlich an der Situation verbessern? Ich stelle fest, wenn ich den Antrag lese, sie hat keine Ahnung in der Sache und deshalb auch keinen Vorschlag. Und bemerkenswert ist ja auch, dass Sie den Debatten hier im Plenum nicht folgen. Es gab ja schon mal hier einen Kollegen, das war ein Kollege der Union, der ja auch davon sprach, dass man Langzeitarbeitslose aus dem Sozialgesetzbuch II unmittelbar in Arbeit vermitteln könnte. Er sprach davon, dass es davon 1,7 Millionen geben könnte, die man sofort am nächsten Tag integrieren könnte. So ähnlich liest sich Ihr Antrag. Die Wahrheit ist allerdings, dass von diesen 1,7 Millionen, ja 70%, keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und 25% noch nicht mal einen Schulabschluss. Was bekommen Sie denn dann am Ende für eine Unterstützung in unserer Arbeitswelt, wenn Sie diesen Menschen nicht eine Chance geben, sich zu qualifizieren? Vielleicht nachträglich, wenn es auf den ersten Ansatz nicht geklappt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir glauben an das Potenzial jedes Menschen. Und deshalb glauben wir, dass wir in die Integration, vor der Integration in den Arbeitsmarkt auch Qualifikation setzen müssen. Deshalb haben wir ganz bewusst den Vermittlungsvorrang abgeschafft, weil das ist der richtige Weg, um tatsächlich für den Fachkräftemangel und auch für einen wirklichen Beitrag gegen den Arbeitskräftemangel etwas zu leisten, was auch wirklich wirkt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist Ihr vorgeschlagener Weg, den vorgeschlagenen der Weg der AfD vollkommen falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb ist dieser Antrag abzulehnen. Aber es ist auch abzulehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt so fachlich dürftige Anträge vorzulegen. Wir sind hier ein Parlament, das einen Anspruch hat auf fachlich tiefgreifende Diskussion. Ein Beitrag zu dieser war Ihr Antrag und ist Ihr Antrag nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Pascal Kober war das für die FDP. Der Bundestag debattiert immer noch über die Veränderung des Bürgergeldes, so wie es sich die AfD vorstellt in ihrem Antrag. Fokus auf Arbeitsvermittlung. Der oder die Nächste, die ich erwische, verweise ich des Saales. Telefonieren kann man auch kurzzeitig draußen. So klare Ansage von Wolfgang Kubicki, dass in diesem Plenarsaal nicht zu telefonieren ist. Und jetzt geht es weiter in der Debatte. Nathalie Pawlik für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es ausnahmsweise mal nicht Menschen mit Migrationsgeschichte oder Geflüchtete sind, dann richtet die AfD ihren Hass gegen Bürgergeldbezieherinnen, gegen erkrankte Menschen, gegen Menschen mit Behinderung. Es ist eben der Kern ihrer Ideologie, Menschen nach ihrer Wertigkeit zu unterteilen und die Gleichheit von menschlichem Leben infrage zu stellen. Doch genau das werden wir nicht zulassen. Unser Sozialstaat und das Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger, dass dieser Staat dich auffängt, wenn du fällst,
und dir Hilfe bietet, wenn du Hilfe benötigst. Das ist eine große Errungenschaft unserer Demokratie und das ist auch der Stabilitätsanker unserer Gesellschaft und gerade in Krisenzeiten wieder wichtiger denn je. Der vorliegende Antrag und auch die Debatte heute hier reiht sich ein in eine unsoziale Politik der AfD und reiht sich ein in eine unsoziale Programmatik und Forderungen wie die Abschaffung eines festen Renteneintrittsalters, die Zwangsarbeit für arbeitslose Menschen, die Enthaltung bei der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro und die perfiden Deportationspläne, die Sie fordern. Die AfD-Fraktion suggeriert mit dem vorliegenden Antrag, es käme ihr auf eine nachhaltige Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt an und benennt dabei ein Ziel, einen harten Schnitt zwischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Und Personen müssen innerhalb von 2 Wochen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. Doch über welche Menschen sprechen wir hier dabei und was würde das faktisch bedeuten? Zu nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zählen neben alleinerziehenden Müttern zum Beispiel auch Menschen, die Angehörige pflegen und auch Personen, die zum Beispiel durch einen Beruf, den sie aktuell erüben, krank geworden sind. Das sind Altenpflegerinnen oder die Erzieherinnen, die aufgrund von fehlender Erholungszeiten, hohem Druck und großer Verantwortung und extrem großen Personalmangel krank werden. Wer aufgrund eines Burnouts seinen aktuellen Job eben verliert und Bürgergeld bezieht, braucht Hilfe. Diese Personen können nicht in den nächstbesten Job vermittelt werden. Es ist auch absolut nicht nachhaltig, Menschen von einem Hilfsjob in den nächsten zu schicken, und wo sie ein paar Wochen später wieder in Arbeitslosigkeit landen. Doch Sie wollen auch keine nachhaltige Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt. Sie wollen mal wieder spalten zwischen guten und bösen Bürgergeldempfängern. Sie wollen Menschen, die aktive Unterstützung unseres Sozialstaates, wie das Nachholen eines Schulabschlusses, Hilfe und Beratung oder Weiterbildungsangebote, entziehen. Und das lehnen wir entschieden ab. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und ein sozialer Bundesstaat. Das steht in Artikel 20 unseres Grundgesetzes. Wir bekennen uns zu diesem Sozialstaat. Wir wollen ihn ausbauen und wir wollen Menschen nachhaltig dabei unterstützen, eine Arbeitsstelle zu finden. Wir wollen ihnen die Hilfe bieten, die sie brauchen. Und genau darauf setzt das Bürgergeld. Es gibt auch noch weitere Reformen, die wir vornehmen werden. Aber all das ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und Sie sind keine soziale Partei. Sie sind unsozial und menschenverachtend. Vielen Dank, Frau Kollegin Pavlik. Nächster Redner ist der Kollege Marc Bier der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Pavlik, Sie haben das gerade richtig gesagt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. So steht es in Artikel 20 im Grundgesetz. Damit ist das Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz als Fundament unseres Staates verankert. Dieser Grundgesetzartikel ist auch der Garant dafür, dass der soziale Ausgleich zwischen starken und schwachen gesellschaftlichen Gruppen gewahrt wird, dass es Ihnen von der AfD aber nicht um den Ausgleich geht, sondern um Spaltung, Ausgrenzung und Diffamierung ist Kennzeichen Ihrer Politik. Auch Ihr heutiger Antrag zeigt, statt Menschen in Arbeit zu bringen, schreiben Sie einen Großteil der Menschen ab. Das ist das Gegenteil von Arbeitsmarktintegration. Ihr Antrag offenbart, es geht Ihnen nicht um eine seriöse Debatte. Was Sie betreiben, ist populistisch und realitätsfern. Im Sinne unserer konstruktiven Oppositionsarbeit müssen wir aber trotzdem über das Bürgergeld sprechen. Klar ist, dass mit der Einführung des Bürgergelds eine Rolle rückwärts in der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland vollzogen worden ist. Man hat sich erfolgreich
Sie haben sich von dem erfolgreichen Prinzip fördern und fordern verabschiedet. Die SPD ist in ihrer Regierung mit der Traumabewältigung der Agenda 2010 beschäftigt, statt die eigentliche arbeitsmarktpolitische Realität anzuerkennen und zu handeln. Nein, stattdessen fordern Jusos und junge Grüne die 20-Stunden-Woche. Das ist die Realität, über die wir heute reden. Wir brauchen jetzt wirtschaftlichen Wachstum. Statt weniger Arbeit sollten wir darüber nachdenken, welche Anreize der Staat setzt, um Menschen in Arbeit zu bringen. Sonst lässt sich dieser Wohlstand nicht erhalten. Doch Sie bleiben bei Ihrer verfehlten Politik. Ob beim Bürgergeld, bei der Fachkräfteeinwanderung oder jetzt beim Rentenpaket 2. Überall geht es darum, entweder die Standards abzusenken oder großzügig Geld zu verteilen und Geschenke zu verteilen. Aber das Geld, das Sie ausgeben, liebe Regierung der Ampel, muss auch hier in Deutschland verdient werden. Als Union ist es ein Teil unserer DNA, Menschen schnell in Arbeit zu bringen und in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Dabei sind wir überzeugt, dass jemand, der Hilfe vom Staat benötigt, diese auch bekommt. Es muss aber klar sein, Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Dennoch hat die Ampel mit dem Bürgergeld die Anreize, Arbeit aufzunehmen, wieder kleiner gemacht. Um in Zahlen zu sprechen, mit 2,8 Millionen Arbeitslosen heute haben wir eine halbe Million Menschen mehr ohne Beschäftigung, als Sie Ihre Regierung angetreten haben. Und das, obwohl wir in diesem Land einen Fachkräftemangel haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, Sie hören ja nicht auf, das Lied der 16 Jahre unserer Regierung sei zu singen. Aber doch, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik können wir feststellen, nie war der Arbeitsmarkt stärker und stabiler als unter der Führung der CDU-CSU-Bundesregierung. Wir fordern Sie daher auf, kommen Sie endlich wieder zurück auf den Weg einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Darin würden wir Sie gerne unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mark Bier, das war das für die CDU-CSU. Nächster Redner hier in der Debatte über das Bürgergeld ist Wolfgang Strengmann-Kuhn für die Bündnisgrünen. Liebe Abgeordnete, also nach der Rede von Mark Biadat muss man, glaube ich, noch mal ein paar Dinge gerade rücken. Also ist ja eben schon von Kollegen Rosemann und Kollegen Teutrine schon zur Geschichte des Bürgergeldes was gesagt worden und schon die Zitate genannt worden, die damals in der Pressemitteilung erschienen sind, wo das sehr positiv gewürdigt ist, was beim Bürgergeld passiert ist. Und Sie haben jetzt das Gegenteil behauptet. Dann haben Sie auf Artikel 20 Grundgesetz verwiesen. Die haben gerade einen Antrag eingebracht, wo der Artikel 20 geändert werden soll. Und Jens Spahn fordert sogar die Abschaffung, um Leistungskürzungen jenseits der Verfassungsgemäßheit zu ermöglichen. Also das passt alles irgendwie bei der Union nicht zusammen. Und konstruktive Vorschläge haben wir überhaupt nicht gehört. Also wirklich null. Und wir haben zu Beginn der Legislaturperiode, muss man noch mal sagen, wir haben ein Grundsicherungssystem gehabt, was komplett reformbedürftig war. Deswegen war in allen Parteiprogrammen von allen ampeltragenden Parteien waren grundlegende Reformkonzepte zur Grundsicherung mit enthalten. Und die sind alle in das Bürgergeld, sind zum Teil in das Bürgergeld eingeflossen von allen drei Parteien. Wir haben die Weiterbildungsförderung stark verbessert. Wir haben den Einkommensabstand verbessert, weil wir die Einkommensanregelung Anrechnung verbessert haben von Erwerbstätigen. Immerhin um 48 Euro. Sie haben 16 Jahre regiert und Sie haben da nichts verbessert, gar nichts. Wir haben den Einkommensabstand verbessert und wir wollen das noch weiter verbessern, weil der Kollege Jens Teutrine hat ja völlig recht gehabt mit einem Teil seiner Punkte, wo es Reformbedarf ist, dass immer noch Menschen, die teilzeiterwerbstätig sind, wenig mehr Einkommen haben, wenn sie auf Vollzeit wechseln. Oder Erwerbstätige mit geringem Einkommen, wenn sie eine Einkommenserhöhung haben, auch
netto gar nicht viel mehr in der Tasche haben. Das war 16 Jahre auch schon so. Sie haben da nichts gemacht. Wir haben das bei uns in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir das ändern wollen. Und wir werden uns da dran setzen. Und es wird sicherlich aus dem Bundesarbeitsministerium in Kürze dazu auch ein Gesetzentwurf geben. Wir gehen da dran. Sie haben 16 Jahre nichts gemacht. Ja, jetzt sind Sie langsam relativ still, ne? Und stattdessen fahren Sie eine Kampagne, dass sich Arbeiten nicht lohnen würde in Deutschland. Alle Berechnungen zeigen, Arbeit lohnt sich. Wie gesagt, wir haben den Abstand erhöht. Es gibt natürlich auch noch Bedarfe darüber hinaus. Sie haben von automatischer Auszahlung gesprochen, Herr Kollege Whittaker. Das fand ich sehr interessant, eine Forderung, die wir auch haben. Bei der Kindergrundsicherung probieren wir das jetzt gerade. Das ist ganz schön kompliziert bei der digitalen Infrastruktur, die wir nach 16 Jahren Unionsregierung vorgefunden haben. Wir gehen da dran und versuchen automatische Auszahlung bei der Kindergrundsicherung. Das wäre beim Bürgergeld auch ein sinnvoller weiterer Schritt. Wir machen weitere Schritte noch beim Bürgergeld. Unter anderem verbessern wir den Einkommensabstand und die Arbeitsanreize. Und Sie können sich ja vielleicht mal konstruktiv daran beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Strengmann-Kuhn. Nächster Redner ist der Kollege Takis Mehmet Ali, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also wenn man sich das alles so ein bisschen historisch betrachtet, muss man ja auch mal wissen, woher man kommt. Ja? Wir haben damals, bevor wir die Bürgergeldreform durchgesetzt haben und umgesetzt haben, kommen wir aus dem Vermittlungsvorrang. Ich sage Ihnen mal eins, wir haben jetzt einen Qualifizierungsvorrang. Ja? Und ich sage auch weiterhin, das hätten wir mal viel früher machen können, unter der GroKo zum Beispiel, dann hätten wir beispielsweise einen Teil des Fachkräfteproblems schon vorher gelöst. Denn die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen seit Jahren, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Fachkräfte. Was haben wir gemacht im SGB-II-Bereich? Wir haben Vermittlungsvorrang gehabt. Wir haben die Leute nicht qualifiziert, wir haben uns nicht um sie gekümmert. Deshalb ist es umso richtiger, jetzt den Qualifizierungsvorrang im Bürgergeld zu haben, um dann der Fachkräfteproblematik eben entgegenzusetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann weiterhin. Und wenn wir dann meinen, als AfD-Fraktion Anträge hier zu stellen, bei den pflegenden Angehörigen, ob sie ihre Eltern pflegen oder Kinder mit Behinderungen pflegen, dass sie dann in die Sozialhilfe rübergeschoben werden, dass das ja dann die richtige Maßnahme ist, frage ich Sie, meinen Sie denn wirklich, dass Sorgearbeit keine Arbeit ist? Ja? Diese Menschen, die die Eltern pflegen, die die Kinder betreuen, die leisten so viel für diese Gesellschaft. Und Ihre Antwort darauf ist nichts anderes, als zu sagen, hey, es reicht uns nicht ab in die Sozialhilfe. Das ist Ihre Antwort. Und das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit gegenüber diesen Menschen. Und dann kommt es ja noch dicke. Dann kommt es ja noch dicke. Und dann, was Sie allen verheimlichen, mit der Rumschieberitis ins SGB 12, verheimlichen Sie, dass nämlich diese Kosten die Kommunen tragen müssen. Sie wollen die Kommunen belasten, nämlich indem Sie die Leistungen rüberschieben und diese Leistungen dann auch die Kommunen bezahlen müssen. Das verheimlichen Sie und das sagen Sie nicht, mit welchem Ziel auch immer. Und dann muss man natürlich auch noch eine weitere Sache ergänzen. Ich finde es ja toll, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, naja, mehr Sozialleistungen braucht es nicht. Das ist ganz einfach gesagt. Aber darf man das auch mal konkreter machen? Diese Diskussion wird ja gerne darüber geführt, über den Bereich der Steuern. Da sagen wir immer, ja, das sind Steuern, die wir ausgeben. Aber wenn wir sowas sagen wie, naja, mehr Sozialleistungen darf es nicht mehr sein, dann meinen wir in dieser Debatte, wenn wir das undifferenziert führen, auch die Säulen der Sozialversicherung. Dann sagen wir, wie es gerade mein Kollege Jens Peik mir auch noch mal zugerufen hatte, dann sagen wir, höhere Renten gibt es nicht mehr. Dann sagen wir im Bereich des Krankenkassensystems, dann gibt es nicht mehr Leistungen bei fortschrittlichem medizinischen, technischen Stand. Dann sagen wir gleichzeitig den Menschen, die in der Pflege sind, die betreut werden in der Pflege und die sich diese Kosten nicht leisten können und dann zur Sozialhilfe laufen müssen, Hilfen zur Pflege beantragen müssen, sagen wir gleichzeitig, ja, die Kosten musst du irgendwie mal selber tragen. Wenn man diese Debatte führt, dann muss man das auch differenzierter führen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und weiterhin ist es ja so, man kann sagen, dass das alles sehr kompliziert ist.
Ja, das ist es so. Dann muss man das Problem aber auch richtig anpacken, wenn alles beim Sozialstaat sehr, sehr kompliziert ist. Ich höre aber in der Debatte keine einzige Fachlichkeit in der Richtung, wie wir das anpacken können. Deshalb muss man sich das genauer angucken und sagen, ja, dann müssen wir die Regelungen im SGB I und im SGB X mal zusammenbündeln. Das gehört dazu. Wir müssen Transparenz in der Ermessensentscheidung der Behörden schaffen. Aber es gehört genauso dazu, dass wir auch mal den Leuten erklären, dass sie manchmal nicht wissen, für was sie alles Anspruch haben. Das wissen viele Menschen auch nicht. Und dafür leistet der Staat nämlich auch nichts. Wir reden immer darüber, wie hoch die Leistungen sind, was sie alles nicht dürfen und alles, was sie nicht bekommen dürfen. Aber wir sagen nicht, welche Leistungen ihnen eigentlich zustehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, und wenn wir das alles meinen, richtig zu machen, dann muss man mit den Ländern ins Gespräch gehen. Deshalb wäre es auch sinnvoll für einen Sozialstaatspakt. In diesem Sinne, Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege. Der Bundestag debattiert immer noch über das Bürgergeld, einen Antrag der AfD. Die CDU-CSU möchte das Bürgergeld abschaffen, sollte sie die Bundesrepublik wieder regieren. Jana Schimke jetzt für die Union. Hier an der rechten Flanke. Man könnte fast meinen, Sie sind gar nicht mehr so von den Inhalten überzeugt, die Sie uns hier heute präsentiert haben. Zumindest hätte ich mir eine etwas lebhaftere Debatte erwartet, was Ihre Seite angeht. Worum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und wir machen das hier nicht nur, um uns hier gegenseitig die Taschen vollzuhauen, sondern es soll am Ende auch in dieser Republik verstanden werden, was wir machen. Und liebe Besucherinnen und Besucher, am Ende geht es darum, wer kann in diesem Land noch arbeiten und wer kann es nicht. Und dafür gibt es verschiedene Rechtsquellen, das Sozialgesetzbuch 2 sagt, ihr könnt noch arbeiten, deswegen arbeiten wir an euch und mit euch und versuchen euch zu vermitteln. Und das SGB 12 sagt eben, wenn ihr es nicht mehr könnt, dann fallt ihr in die Sozialhilfe. Und was möchte die AfD? Sie möchte Menschen, die wir grundsätzlich als arbeitsfähig halten, zu nicht erwerbsfähigen machen. Das betrifft zum Beispiel Mütter und Väter, die kleine Kinder haben, die Babys haben, die vielleicht aus dem Mangel an Kita-Plätzen plötzlich erwerbsunfähig werden. Das betrifft Menschen, die Angehörige zu Hause haben, die gepflegt werden müssen, die vielleicht keinen Pflegeheimplatz bekommen, die werden zu Erwerbsunfähigen gemacht. Das betrifft Menschen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die eine Suchtproblematik haben oder die psychische Beeinträchtigungen haben, wo wir eigentlich immer sagen, doch, ihr könnt es noch, wir wollen an euch arbeiten, wir wollen euch wieder gesund machen, wir wollen euch motivieren und euch einen roten Faden im Leben geben, sagt die AfD, das sind Erwerbsunfähige. Und was passiert, wenn die einmal im SGB 12 sind, wenn sie einmal in der Sozialhilfe sind, dann sagen auch die Jobcenter, dann passiert nichts mehr. Wir, die Jobcenter, wir sind die Letzten, die in der ganzen Kette der Jobvermittlung, der Erwerbsfähigkeit, der Erwerbstätigkeit kommen. Die letzte Chance, die es für viele Menschen in diesem Land gibt, noch einmal ein geregeltes Leben zu führen. Natürlich brauchen wir Reformen. Natürlich wollen wir die Langzeitarbeitslosigkeit abbauen. Natürlich wollen wir Menschen wieder in die finanzielle Unabhängigkeit bringen. Das ist doch völlig klar. Und deswegen sagen wir als Unionsfraktion auch klar, wir müssen was im Bereich der Sanktionen machen. Wir haben bisher viel zu sehr durch die rosarote Brille geguckt, ja, und viel zu einfach auch soziale Leistungen gezahlt. Wir müssen Bedürftigen auch wieder stärker fordern und auch sagen, hey, ihr müsst auch etwas tun für dieses Land. Ihr müsst auch eine Gegenleistung bringen dafür, dass andere für euch täglich arbeiten gehen und in die Sozialkassen einzahlen, damit ihr etwas zu essen auf dem Tisch habt. Also, wir müssen im Bereich der Sanktionen wieder besser werden. Eine ganz klare Haltung der Unionsfraktion. Ich würde mir persönlich auch wünschen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern mal deutlich mehr politischen Rückenwind auch dafür bekommen. Die scheuen sich nämlich davor, weil sie genau wissen, dass sie vielleicht von oben eins draufkriegen, weil es vielleicht nicht gewollt ist, mehr Strenge auch bei der Vermittlung an den Tag zu legen. Natürlich brauchen wir eine gute Ausstattung, ist doch völlig klar. Wir brauchen eine gute Ausstattung der Jobcenter, wir brauchen genügend Mittel, um auch die Leute zu qualifizieren. Das steht außer Frage. Aber wir müssen uns schon noch mit dem Thema Regelsätze und all dem, was on top noch kommt, Wohngeld etc., damit müssen wir uns schon auch auseinandersetzen. Es ist schlichtweg zu viel. Und wir haben viel zu viel Anreize, ich komme zum Ende, Herr Präsident, nicht arbeiten zu gehen, als arbeiten zu gehen. Es geht darum, den Menschen eine Würde zu geben in diesem Land. Und auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Bürgerpflicht, etwas zurückzugeben. Vielen Dank. Jana Schimke, die hier nochmal sich mit dem Antrag der AfD auseinandersetzt. Das Bürgergeld will die Union auch beseitigen und es anders benennen und anders strukturieren. Angelika Glöckner jetzt von der SPD. Besucherinnen und Besucher, Hunderttausende Menschen gehen derzeit auf unsere Straßen, Land auf, Land ab, demonstrieren für unsere Demokratie, gegen Rechtsextremismus, gegen Faschisten. Und ich sage, das ist gut so,
Denn die Feinde der Demokratie, sie sitzen hier im Parlament, und zwar genau hier. Ich will Ihnen auch sagen, warum. In einer verächtlichen Art und Weise behaupten Sie, dass bestimmte Personengruppen, die jetzt bereits mehrfach aufgezählt wurden, nicht vermittlungsfähig und auch nicht vermittlungswürdig seien. Sie sagen, Sie zählen auf Menschen, die krank sind, Menschen, die als pflegende Angehörige nicht arbeiten können, Menschen nach Ihrer Lesart auch mit Behinderungen, das ist ja klar. Und Sie setzen auch noch eins drauf, Drogenabhängige, Obdachlose, Menschen mit Migrationshintergrund, all jene müssen nach Ihrer Lesart in sogenannte intensive sozialmedizinische Unterstützung. Und ich will an der Stelle mal sagen, ich mag mir nicht vorstellen, was genau Sie mit intensiver sozialmedizinischer Unterstützung meinen. Seit Potsdam wissen wir, welch Geisteskind Sie sind. Und ich sage auch, dass Sie eben es Ihnen nicht darum geht, dass es ein effektiveres Arbeiten in Jobcentern gibt, mal ganz abgesehen davon, dass die Mitarbeitenden in den Jobcentern Ihre Ratschläge mit Sicherheit nicht brauchen. Sie täuschen in Ihrer Überschrift das lediglich vor. Ihnen geht es um Selektion, um Ausgrenzung von Menschen, die nach Ihrer Lesart nicht vermittlungswürdig sind. Und ich sage auch, das ist nicht vereinbar mit unserem Grundgesetz. Das Sozialstaatsprinzip unseres Grundgesetzes. Es zielt darauf ab, die Gesellschaft zusammenzuhalten und dass wir friedlich miteinander leben können. Das, was Sie tun, bewirkt genau das Gegenteil. Und überall im Land suchen in Betrieben Land auf Land ab, händeringend Unternehmen nach Menschen, nach Arbeitskräften, nach Fachkräften. Und es ist doch und liegt doch auf der Hand, dass wir mehr tun müssen, um Menschen zu vermitteln und nicht weniger, wie Sie das vorschlagen. All das passt nicht in die Zeit. Es wird total aus der Zeit gefallen, was Sie hier heute wieder mal vorschlagen. Und werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, es tut mir ja leid, dass Sie das immer noch nicht begriffen haben. Nach 17 Jahren Hartz IV mussten wir die Regeln, die Instrumentarien einfach nachschärfen. Und es wurde mehrfach genannt, wie wichtig der Qualifizierungsvorrang doch ist und dass es auch notwendig ist, auch mal aufsuchende, begleitende Hilfe zu verstärken. Tut mir leid, dass Sie das immer noch nicht verstanden haben. Ich sage, es ist gut, dass die Menschen weiterhin in unserem Land auf die Straßen gehen, dass wir alle was dafür tun, dass solche Anträge niemals Mehrheit finden in diesem Parlament. Vielen Dank. Wolfgang Kubicki hat hier momentan den Vorsitz und er hat für den Taurus-Antrag gestimmt der Union, genauso wie Frau Strack-Zimmermann. Das war ja zu erwarten. Wolfgang Kubicki hatte das vorher auch angesagt. Soweit diese Information. Nächste Rednerin zur Bürgergelddebatte ist Heidi Reichenick, die Sprecherin der linken Gruppe. Den Themen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik und scheitert bei beidem kolossal, wie zu erwarten war. Ein Beispiel. Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, wollen Sie den Vermittlungsvorrang wieder einführen. Aber was heißt Vermittlungsvorrang? Naja, dass Menschen den erstbesten Job annehmen müssen und eben nicht eine Aus- oder Weiterbildung ermöglicht bekommen, durch die sie ja erst zu Fachkräften werden. Sie merken schon, dass das ein Widerspruch ist, oder? Was wir brauchen, ist mehr Unterstützung bei der Weiterqualifizierung und nicht weniger. Wirklich bemerkenswert finde ich auch, was Sie so unter aktivierenden Anreizen verstehen. Sie von der AfD wollen allen Ernstes, dass Autos in Zukunft auf das Schonvermögen angerechnet werden. Aktuell ist das übrigens auch schon der Fall, wenn der Wert des Autos 15.000 Euro übersteigt. Eine Luxuskarosse ist also sowieso schon nicht drin. Dass Sie nun die Anrechnung des Kleinwagens wollen, ist völlig absurd. Ist das Ihr Versuch, nun doch einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten? Wissen Sie, wie oft ein Auto Voraussetzung für einen Job ist, gerade im ländlichen Raum? Es ist sicher richtig, mehr Menschen zur Nutzung des ÖPNV zu bringen, aber doch bitte nicht so. Was wir brauchen, ist Mobilität für alle, und zwar unabhängig vom Geldbeutel. Und selbstverständlich will die AfD Sanktionen und Arbeitszwang gleich dazu. Ihr Motto, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Zum Glück hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig geurteilt, die Menschenwürde muss nicht erarbeitet werden. Und Menschen hungern zu lassen, verstößt explizit gegen die Menschenwürde. Gut, ich weiß, mit der Verfassung haben sie es sich nur nicht so, mit Menschenwürde auch nicht, und auch die Wissenschaft ist nicht ihr Freund. Aber ich versuche es trotzdem mal. Zahlreiche Studien zeigen, dass Sanktionen nicht zur Vermittlung in Arbeit führen. Aber Ihnen geht es ja auch gar nicht um bessere Vermittlung, oder? Sie wollen vor allem nach unten treten. Was wir aber brauchen, ist ein starker Sozialstaat, der die Menschen unterstützt und nicht bestraft.
und an die Ampel, dass Sie sich von der AfD und der Union bei diesem Thema vor sich hertreiben lassen, das finde ich eine Katastrophe. Ausgerechnet ein sozialdemokratischer Arbeitsminister hat die 100%-Sanktion beim Bürgergeld wieder eingeführt. Das betrifft wenige tausend Personen, die häufig enorme psychische Probleme haben. Wem helfen diese Sanktionen? Was glauben Sie passiert, wenn Sie Menschen das Geld zum Essen nehmen? Noch längere Schlangen an den überfüllten Tafeln, Diebstahl, Kredite, die nicht zurückgezahlt werden können. Das ist doch eine Abwärtsspirale. Das ist doch nicht auf Ihrem Niveau. Ich fordere Sie an der Stelle ganz klar auf, die Aushöhlung des Sozialstaates zu verhindern, statt denen da auch noch die Schaufeln dafür zu liefern. Die Gruppenvorsitzende der Gruppe der Linken, Heidi Reicheneck. Der andere Vorsitzende ist ja Sören Pellmann. Und der letzte Redner in dieser Debatte kommt von der CDU-CSU, Peter Aumer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein SPD-Bundeskanzler hat 2010 eine kluge Arbeitsmarktreform auf den Weg gebracht, Hartz IV, Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Agenda 2010 war das zumindest, ja. Also das sollte man bitte aufpassen, ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Agenda 2010 hat es möglich gemacht, dass wir heute einen stabilen Arbeitsmarkt haben, dass wir heute Menschen, die Arbeit suchen, sehr schnell in Arbeit integrieren. Je schneller Integration in Arbeit, umso besser. Für uns ist es wichtig, dass die Menschen Teilhabe am Arbeitsleben bekommen. Aber es gibt auch viele, die es nicht so schnell schaffen. Und um die müssen wir uns auch kümmern. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Grundaufgabe des Sozialstaats, dass wir uns genau um diese Menschen kümmern. Und wir wollen einen Sozialstaat, der ermutigt. Wir wollen einen Sozialstaat, der Chancen gibt. Wir wollen einen Sozialstaat, der den Menschen durch Bildung hilft, eine gute Zukunft zu haben. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren und Kollegen der AfD, wollen einen aktivierenden Sozialstaat. Wir wollen keinen Sozialstaat, der anfängt, Menschen in Gruppen einzuteilen, wie Sie es in Ihrem Antrag tun. Wir wollen keinen Sozialstaat, der anfängt, Menschen in diesen Gruppen umzugliedern, wie es gerade passt. Rückgliederung und viele andere Dinge fordern Sie in diesem Antrag. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann nicht sein. Und wir wollen nicht anfangen, dass, es ist gerade vorher schon angesprochen worden, den Bürgergeldempfängern das private Auto weggenommen werden soll, wie Sie das in Ihrem Antrag fordern. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, wollen einen Sozialstaat, der fordert und fördert. Und meine Damen und Herren der Ampel, weil Sie jetzt gerade so in der Geschichtsdarstellung so penibel waren. Ich habe es vorher gesagt, die Agenda 2010 ist mit Zustimmung einer verantwortungsvollen Politik auf den Weg gebracht, einer verantwortungsvollen Opposition auf den Weg gebracht worden mit einem Kompromiss. Meine Damen und Herren, was Sie heute machen, es wird kein Kompromiss in dem Hause wahrscheinlich mehr möglich sein, ja, wenn Sie anfangen, jede Zustimmung, die wir hart errungen haben, und wenn Sie wissen, und wenn die Bürgerinnen und Bürger wüssten, was Sie mit Ihrem Bürgergeld eigentlich vorgehabt hätten und dass wir durch unsere Verhandlungen im Bundesrat, aber auch hier verhindert haben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da sollten Sie sich vielleicht auch mal bei der eigenen Nase packen. Das kann so nicht sein. Der Antrag der AfD macht deutlich, dass Sie nicht verstanden haben, was in unseren Jobcentern eigentlich geleistet wird. Ich war vor kurzem mit der Leiterin meines Jobcenters in einem Unternehmen, das einem jungen Menschen die Chance gegeben hat, aus einer psychischen Erkrankung heraus in eine neue Arbeit zu kommen. Und wenn man sich das mal anschaut, was da geleistet wird, dann würden Sie diesen Antrag nicht stellen. Deswegen machen Sie bitte Nachhilfe, gehen Sie zu den Jobcentern, gehen Sie in die Unternehmen und helfen Sie mit, dass die Debatte um unseren Sozialstaat nicht so geführt wird, wie wir das heute getan haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Aumer. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.609
an die in der Tagesordnung aufführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungen? Ja, meine Damen und Herren, und damit wird dieser Antrag der AfD also an die entsprechenden Ausschüsse verwiesen. Der Bundestag hat jetzt hier eine Menge Abstimmungen ohne Diskussionen. Unter anderem wird hier nachher namentlich abgestimmt über die Wahl eines Polizeibeauftragten des Bundes. Wir werden uns hier spätestens dann wieder melden, wenn es in der Aktuellen Stunde um die Energiepolitik der Bundesregierung geht. Aber einstweilen gebe ich erst mal zurück in unser Bonner Studio zu meiner Kollegin Tina Dauster.